So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Projekt, einer neuen Folge von einem neuen Spiel. Also ein neues Spiel ist es nicht, es ist ein uraltes Spiel. Es ist aber ein richtig cooles Spiel und das ist so einer noch meiner Projekte, die ich unbedingt, sag ich mal, noch wahrhaben wollte. Und ich glaube, ohne groß rum zu quatschen, würde ich gleich mal ein neues Spiel anfangen. Es ist ein wirklich cooles Game. Ich habe es früher sehr gerne gespielt, weil es, ja, also es war ziemlich gut umgesetzt. Es kostet nicht viel, ja, und es benutzt noch die Half-Life 2 Engine, also noch die Half-Life 2 Source Engine. Schön uralt. Mr. Fenric. So, ich bin mal kurz ruhig. Wo seid ihr? Ich bin hier, Sarit. Bisschen jetzt hell alles. In dem Raum vor uns steht ein Altar, darauf ein Artefakt in Form einer Spinne. Nimm es. Wir brauchen es, um an den Shantiri-Kristall zu kommen. Aber ich persönlich... Meine Stimme wird dich leiten. Und hab keine Furcht. Ich wache über dich. Ah, gut, da muss ich mich noch ein bisschen umgucken. Ich hätte... Ah, okay. Gut, F ist treten. Wow! Okay, das ist übel. Das ist ein bisschen zu extrem. Ah, gut, okay, mit der 1-Taste. Boah, ist ja wirklich evil hell. Man kann hier verschiedene Klassen, auf verschiedene Klassen hinaus leveln sozusagen. Aber ich werde mich wieder meiner Lieblingsklasse, also das war hier bisher wirklich meine absolute Lieblingsklasse, ist hier Schurke. Ist auch am interessantesten. Ich finde die Grafik für Half-Life 2 ziemlich gut noch. Muss ich immer wieder sagen. So weit, so gut. Benutze den Spinnenschlüssel, den wir gefunden haben. Kannst du nach Ende laufen. So. Hier gibt es auch jede Menge Secrets in dem Game. Ich versuche euch mal alle zu zeigen. Es wird echt schwer, weil ich mich bestimmt nicht an alle mehr erinnern kann. Dann lauf durch das hintere Tor. Ja. Das wäre nicht so ein bisschen blöd wäre. Okay. Das ist so, das erste Level ist so ein bisschen ein Tutorial-Level. Siehst du die Bretter rings um die Säule? Ups, ich wollte Eder. Versuche sie durchzubrechen. Ich mach es kaputt. Mit einem Knochen. Nein. Wir treten natürlich kaputt. Sieht so aus, als müsstest du dort hoch. Spring an die Kette und klettere an ihr nach oben. Ah, ich bin gesprungen und ich bin aber auch gleich wieder abgesprungen. So. Hier am Anfang Level gibt es natürlich noch keine Secrets. Wäre auch ein bisschen blöd. Wir haben noch nicht mal eine Waffe. Materielle Hindernisse sind für dich in diesem Leben das geringste Problem. Tja, das ist. Nun hast du Gelegenheit, sie zu überwinden. Scheiß materielles Hindernis! So, ich hab's überwunden, indem ich sie verbrenne. Benutze den Zauber, den ich dir beigebracht habe, Sarit. Dann wird die Finsternis keine Geheimnisse für dich bergen. Ja, es ist ein wenig hell hier drinne. Immer noch. Oh, das ist fast schon augenkrebserregend. Sorry, Freunde, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Gut, aber guckt mal. Eigentlich muss ich ja das da unten sehen können. Das ist ja ein Award noch. Das ist aber jetzt blöd. Na, egal. Für YouTube lasse ich das mal lieber so. Ich weiß gar nicht, ob das war wahrscheinlich... Hallo. Ach, okay, lass mal so. Es ist übelst hell. Das ist schon fast erblindend. Das ist ja eklig, ey. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es wirklich so extrem war. Schau, ob du die Truhe öffnen kannst. Man weiß nie, was man findet. Du bist ein ganz schlauer. Oh, ein rostiges Schwert. Das Seil, Sarit. Kappe das Seil. Wieso, was passiert denn da? Wieso, wer hängt Särge an der Decke, bitte? Schneide das Seil durch, das müsste helfen. Hä? Achso, weil ich eins ausgewählt hatte. Wer bist du denn? Denk nach, pass dich an, gib der Kreatur einen Tritt und sieh dir an, wie sie fällt. Achso, ich
vergesse. Ich muss gedrückt halten. Um gedrückt zu sein. Vorsichtig, die Untoten sind hartnäckig. Spieß sie auf, dann bist du sicher, dass sie nichts wieder abstehen. So. Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen, Sare. Ja, vom Weiten. Das ist auch ein geiler Mage, oder? Warum er das natürlich nachher nicht in der Mission nicht macht. Aua. Ist mir egal, ich kann ja verletzt werden. Oh, weil... Was zum... Wie gesagt, der Typ, der mich heilt. Und jetzt... Was? Was, hallo? Stirb doch mal endlich. So, das ist sowas wie ein Crit, den ich... Oh! Lass mir einen Moment Zeit, damit ich diese Tür öffnen kann. Die sozusagen auf 100% treffen. Ja, 100% denn treffen, wenn ich es möchte. Dunkle Mächte, hier. Es sind Mietschwerter, aber ich kann die intrigante Hand der Nekromanten hinter ihnen spüren. Also sind sie auch hinter dem Chantiri-Kristall her. Ja. Das Tutorial-Level ist eigentlich einerseits richtig gut gemacht, weil es ist ja... über die Kante, kämpfe ökonomisch, sag. Ökonomisch muss ich kämpfen, weil ich... Und gleich jetzt Gitter! Gleich an die Wand getackert. Hier kann man welche gegentreten. Wehre seine Hiebe ab, pariere, sonst wird das ein langer Tag. Pong! Festgetackert. Zerstör die Bombe. Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil aus. Spieß ihn auf, Saret. Damit beendest du es. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Ups. Na, und du bleibst liegen. So, ich könnte mir jetzt einen Bogen schnappen. Was ich auch geil finde. Oh, verdammt. Ah, ich soll ökonomisch arbeiten. Also mit der Umwelt. Materiell sich immer noch bewegt, Hindernis. Ihn mit dem Schwert. Ja. Ich muss mich erst wieder ein bisschen gewöhnen und... Tritt deine Feinde in die Stacheln, sag. Du kannst deine Fähigkeiten noch eine Weile verbessern. Ich lasse das fallen. Das ist geil. Du bleibst liegen, Freundchen. Ja, ich glaube, da kommt jetzt vielleicht nur noch ein Gegner oder sowas. Gott. Ja, das war der letzte, glaube ich. Ich kann meine Fähigkeit noch ein wenig trainieren, meint er. Zum Vollpfosten. Ja, das sind alles gleichen Schwerter. Wo ist denn der Köcher? Ach, ey, ist das blöd. Bogen, egal. Egal, ich wette von euch, also vielleicht mal schon was gehört von dem Spiel, aber die meisten kennen das gar nicht. Tab, ja, genau, hatte ich doch gerade. Ah, ich weiß aber nicht, wie ich mich da geskillt habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall einen ganz bestimmten Skill machen. Ich verstehe genau, hier muss ich hin. Ja, gut, okay. Hm. Ich muss das hier skillen. Das ist ziemlich wichtig. Weil sonst wird das später echt ein bisschen schwer. So, in diesen Kisten ist fast immer was drin, ne? Mit diesen komischen Zeichen drauf. Pock, erstmal schön in den Kopf gestoßen. Und was nun, Meister Fenrir? Genau. Das war vorerst alles. Hoffentlich bist du bei der Lösung zukünftiger Aufgaben ähnlich erfolgreich. Ja, erstmal einfach... Der erste Schritt. Erstmal einen übelsten Kristall gefunden schon. Jetzt war erstmal alles. Eine halbe Welt von hier entfernt wirst du eine neue Verwendung für ihn finden. Also, das war nur der Anfang heute, mein Junge. Lass uns nach Hause gehen. Schon, die Grafik ist nicht schlecht. An einigen Stellen ist sie natürlich. An einigen Stellen ist sie natürlich Wirkreiz erregend, aber an einigen Stellen ist es ziemlich geil wieder. Das ist sehr merkwürdig immer gemacht.
So, wir haben den Chantiri-Kristall geborgen. Was der jetzt so für Mächte direkt hat, werden wir erst sehr spät feststellen. Und dass er halt auch wichtig Jared, ist. Jared, mein getreuer Schüler. Dein Vater wäre stolz, könnte er dich jetzt sehen. In die Künste der Magie eingeweiht, ein grimmiger und edler Kämpfer. Oh, grimmig. Du hast alles, was du brauchst, um deine Bestimmung. Oh, verdammt. Ich bin auch so auf Laufen gekommen. Scheiße, er hat mich nach Steinhelm schicken wollen. Es war jetzt wirklich nur Gequatsche. Es wird mir jetzt so durch die Gegend gelaufen und hat mir gesagt, er schickt mich nach Steinhelm. Ihr habt nichts verpasst, tut mir leid. Wirklich, das war jetzt, er wollte mich nur sagen, dass ich den Kristall so irgendwie einem Freund von ihnen geben soll. Achso, es ist natürlich nicht blind. Nur so am Rande, aber es ist wie gesagt schon ewig her. Vor allem mit den Secrets, das wollte ich sowieso mal machen, komplett mit Secrets. Da ist sie, Saret. Die freie Stadt Steinhelm, Treffpunkt von Geld und Magie. Ach ja. Er hat eine Olle und so ein Geist in mich verschlossen. Das hoffe ich, es war ziemlich langweilig. Wir sollten zurück in die Stadt. Da sind wir. Je weiter, desto besser. Aber wir reden hier. Wenn ihr nicht schneller fahrt, sind wir verloren. Die Nekromanten sind unterwegs. Tja. Nekromanten? Die hat Fenric gar nicht erwähnt. Meister Fenric verrät selten alles, was er weiß. Beeil dich, drin sind wir sicherer. Stimmt, das ist jetzt noch so eine Szene, was ich leider übersprungen habe. Er hat mir halt noch einen Gefährten mitgegeben, sozusagen, und so ein Geist, so einen weiblichen Geist in mir eingeschlossen. Das ist ein bisschen komisch. Aber es hat natürlich einen Hintergrund. Riecht ihr das? Als wär was gestorben. Das ist doch schon ein Hinweis. Ich bin der Gesandte von Meister Fenric und habe eine Nachricht für den Zauberer Menelak. Das heißt Lord Menelak. Habt ihr einen Beweis? Wir sind diese Tage ein wenig argwöhnisch gegenüber Fenric. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Dann lasst es mich sehen. Auf besonderen Wunsch von Lord Menelak. Da ist sein Siegel. Willkommen in Steinhelm. Wir bringen euer Pferd zu einem Stall, wenn es euch recht ist. Natürlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Menelak finde? Gewiss, mein Herr. Ihr geht bergauf bis zum... Was? Ich kann nicht nach hinten gucken. Ist aber eine sehr stabile Burg. Kommt rein, schnell! Sie sind da! Sie sind wirklich da! Was macht ihr? Lauf! Was bist du denn? So, jetzt gleich muss ich ein wenig rushen. Ein bisschen. Nicht wirklich. Alter, aber ich bin den ersten Malen immer so oft verkackt. So, auf ein neues Glück. Zum Glück hat er hier gespeichert. Wow. Ich glaube, ich sollte rennen. Oh. Verdammt. Oh, es ist laut. Sozusagen. Ja. Ich komme. So. Verdammt. Ja. Ich gucke jetzt wenig nach hinten. Ich werde jetzt nämlich von Ghoulen verfolgt. Das kann ich euch schon vornherein sagen. Man hört es gleich hecheln hinter mir. Wie gesagt, ich werde versuchen, nicht nach hinten zu gucken. Weil es einfach mal ziemlich knapp sonst wird. Okay, normalerweise sollten sie schon hinter mir sein. Da ist schon mal einer. Wieso schwingst du nicht? Egal. Ich springe einfach! Oh, und ganz wichtig, dass sie gleich zumachen. Weil sonst die Viecher reinkommen. Ruhig sind die hässlich. Würde aufhören, dich so zu nennen. Guter Mann. Daneben! Oh, ja. Ist so ein bisschen laut. Die anderen Geräusche. Ich muss da übrigens sowieso gucken, ob die Soundeinstellungen hinhauen. Ich muss da nochmal gucken. Mhm. Wie viel brauche ich hierfür? 2 Fertigkeitspunkte. Es kann durchaus möglich sein, wie gesagt, dass das hier alles noch ein wenig
zu laut ist. Ganz kurz, hab ich hier was. Ja, ich komme doch schon. Wir haben hier wieder zurück hinterherläuft. So, schön Tür hinter mir zu machen. So, leider sind die Mauern nicht sicher. Weil man einfach mal so eine komische Kugel hier locker durchkommt. So. Aber wisst ihr was, Freunde? Er hat mir jetzt sein Schwert hingelegt. Das, wie wir den Zyklopen jetzt killen, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Part und ich hoffe, ihr freut euch drauf auf dieses Projekt. Ich hoffe, das wird alles glatt gehen. Ich freue mich schon auf jeden Fall drauf. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.